Moin, ihr Babus, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Musst du so weit wegsitzen? Ja, muss ich diesmal. Ach, diesmal musst du so weit wegsitzen. Also entweder ich gehe, das ist eigentlich so ganz böse, wenn ich ganz rangehe, dann heißt es dann wieder, ich soll weggehen. Und wenn ich dann wieder hinten sitze, dann bin ich das Arschloch. Übrigens letztens die M16 freigeschalten. Die ist sehr gut. Vor allem für Leute, die denken, sie müssten einen Hacklitch gehen. Oh Gott. Ach, für uns beide dann. Ach, scheiße, ey. Bruder, ich kann überhaupt nicht mehr spielen. Das Spiel, verdammt. Ach, Gott. Zum Glück gibt es ja noch ein kleines Schlupfloch. Ah, deswegen. Weil ich hochgehen muss. Ah, ist viel besser. Kann es irgendwie sein, dass es gerade ein bisschen verzögert ist am Bildschirm? Kommt? Ja, doch. Das kann gar nicht. Also, das ist mir zwar noch nie aufgefallen, aber jetzt gerade. Kann sein, dass irgendwie ein bisschen verzögert ist. Jetzt, wo ich gerade Sturm bin, ist mir aufgefallen. Nee, so ernst bin ich nicht. Das ist immerhin nett. Diesmal nicht. Das heißt diesmal nicht. Tu nicht so, als ob ich immer dich abschießen würde. Nö, überhaupt nicht. Ich gebe dir immer eine Sekunde Reaktionszeit. Ich gebe dir immer eine Sekunde Reaktionszeit. Was für eine Reaktionszeit? Wieso? Der da wegspringen kannst. Das ist mein Visier. Wieso hat er gerade so eine starke Waffe? Oh, du kennst die M14 doch. Bei mir jedenfalls. Ich kann notfalls auch wieder die Scar nehmen. Bro, Scar mit G18, das ist auch eine gute Klasse. In der W3 hätte ich ja meine MG, die ja auch nicht stark ist. Puh. Haben wir ja letztes Mal rausgefunden, ne Uli? Aber wir reden jetzt nicht über MW3, wir reden jetzt gerade hier über MW2. Ja, schön, dass ich genau im Gras noch Scheiß Abfucker hier mit seinem scheiß letzten Gefecht, du Arschloch. Du hattest das immer genommen in MW3. Ja, aber es ist in Ordnung. Mann! Ey, aber nein, wir müssen dazu sagen, ich wäre eh so oder so gestorben, weil der Arme hätte danach wieder. Ich hätte noch nicht letztes, ich hab dich ja einmal abgeschossen. Ruhig! Hallo? Okay. Ja, Müssen wir kurz. Das passiert, wenn du den Controller, wenn du den einen Stick einklemmst. Darfst du nicht zu weit reinbringen? Nein! Scar ist halt so eine Versüßung. Oh Gott. Jetzt kommt erstmal der MG. Es ist keine MG. Nö, überhaupt nicht. Es wird klassifiziert als MG. Also ich finde es ein Sturmgewehr. Ja. So, so schnell wie das nachlädt. Und so präzise wie das ist, kann das nur ein Sturmgewehr sein. Vielleicht hat Schaden und Feuerrate von einem MG, aber Präzision und Nachladegeschwindigkeit von einem Sturmgewehr. Besten von uns, ne? Das war. Die muss erstmal warm werden, die G8. Ja, die muss erstmal warm fahren. Leck mich am Arsch. Übrigens, die Schule hat bei uns jetzt gerade wieder angefangen. Nur mal so. Und das ist das Letzte, was ich sagen werde zum Alltag. Weil jetzt bin ich unterwegs. Ja, ich kann sagen, die ersten 5 Minuten ging es darum, dass eine Lehrerin im Verein abgekratzt ist. Und dann auf einmal so schwupps, war das Thema weg. Und dann war alles scheißegal wieder. Da war nie was passiert. Vor allem war ein Extremaufwand mit Beichtezimmer, 1000 Sozialarbeiter, die da irgendwie denken, jetzt werden sie alle depressiv. Mhm. Weil man auch die Lehrerin. Das war auch nicht voraussehbar, dass sie stirbt oder so irgendwann. Ich weiß gar nicht, wie alt die war. Asbach auf jeden Fall. Ich meine, ich finde. Älter als du werden wirst, wenn du weiter MG spielst. Oh, da ist jemand. Ich kann auch gerne Scar spielen, also so ist es ja nee, nicht. Nee, ich bin weiter MG. Ich nicht. Ach, diese Hacklist ist eh Rotzen, Kack, Rotzen, Scheiß, ich hasse ihn. Alles klar! Ist es dir lieber, wenn ich Scar spiele? Von mir aus ist mir eigentlich wurscht, das ändert überhaupt nicht seine Situation. Heilige Scheiße. Es ändert vieles an der Situation. Weißt du, weil du 2 Abschlüsse ineinander gemacht hast? Also wenn das weitergeht, dass du irgendwie keinen Abschluss mehr machst? Ich hasse dich jetzt schon. Oh, da oben. Da war ja. Ich kann auch mal ausprobieren. Okay, das ist Schwachsinn auf der Map. Ey, das ist voll gut, Mann. Alter, lass dich mal drinnen. Spiel weiter mit dir.
Das ist gut. Ey, lass das mal bitte. Ach, das willst du wieder, dass ich spiele. Okay, du hast schon mal nicht geschrodelt. Oh ja, das ist alter, guckt euch das an. Das ist Stahl. Ja, bestimmt. Hm, wahrscheinlich macht man solche... Also, okay, das ist ein Flugzeug. Hab ich missachtet. Was dachtest du, was ist das? Fuck los. Hätte ich dich jetzt nicht abgeschossen, das wäre schlimm gewesen. Aber ich hab dich ja abgeschossen, von daher... Tu nur noch so, als ob ich jetzt was verpasst hätte, weil ich ihn nicht abgeschossen habe. Tu nur noch so, als ob ich jetzt was verpasst hätte. Na klar, schieß mal durch. Vor allem, du warst auch. Ich schrode nicht durch, ich schieße durch. Oh Gott, hier ist eine Tür. Was macht er denn da hinter mir? Was will denn da versuchen? Was für ein wahrscheinlich feiger, durch eine Flugzeugturbine. Durch eine feiger Akt. Durch so eine fette Flug. Rennt doch immer weg. Aber selber vom feigen Akt reden und wegrennen. Von dem. Ich nehme dir die Scar, es ist einfach so. Zuckerbrot und Peitsche gibt's nicht. Und wahrscheinlich schrudde da einfach durch. Aber bei mir immer von OP-Waffen reden. Aber selber. Guck mal, wie er sich händlich versteckt. Das ist eine Pussy, ist das. Die Aufnahme ist einfach jetzt schon wieder gut. Ja, allein schon dafür, dass der immer rumgeschrien hat. Ja, von mir aus. Weil da du im Dauertilt bist. Ich bin nicht im Dauertilt. Nö, überhaupt nicht. Ich bin nicht im Dauertilt. Mhm. Dauertilt sieht anders aus. Aber noch ein letztes Gefecht. Warte, ein letztes Gefecht. Warum? Was soll der Geiz? Unter ihm fällt. Halte die Fresse. Was? Genau, eine Granate. Ach Mann, jetzt musste ich nachladen. Der explodiert neben Amol. Ich bin im letzten Gefecht. Ich krieg noch. Ja, ist auch so. Damage. Ich bin ja im letzten Gefecht gewesen. Verarscht. Das ist so richtig noobig, die Waffe, ey. Richtig noobig ist die. Passiert. Guck mal, wie er sich jetzt freut. Gerade eben doch richtig aggressiv. Muss man aufpassen, dass er nicht tags greift und rumrennt. Und jetzt so? Richtig unfair, die Waffe. Was für unfair. Guck mal, jetzt sind das sie wieder. So scheiß Noob-Scheiß Waffe. Ich kann ja nur Scar spielen bei sowas. Bei so einer Dreistigkeit von... Also ach, übrigens, der Monte hat wieder... es hat wieder jemand... warte mal, Einnahmen von Monte veröffentlicht. Diesmal. Übel geil, müssen wir uns Sachen mal angucken. Das ist so ein Kanal, der tut mal so von jedem so die Einnahmen veröffentlichen so. Aber das ist wirklich total unprofessionell. Er hat irgendwie gesagt, Diamonte hat 407 Follower auf Twitch und man kriegt für jeden Follower 4 Euro. Und man kriegt für, ja, wahrscheinlich Subscriber, aber lass uns mal. Ja, aber er hat es wirklich so mit einer... Du bist ein Hurensohn, bist du. Ein richtiger Spaß bist du, richtig dummer Spaß, ey. Wahrscheinlich unter dem Flugzeugstall, so ein kleines, so ganz kleines Loch, so richtiges, ganz kleines Loch. Und dann kommt so eine riesen fette Rakete, kommt da durch, wahrscheinlich. Nein! Ja! Das ist wieder, das weckt Erinnerungen an MW3, das sind MW3 Flashbacks. Das sind MW3 Flashbacks. Kommen nicht Erinnerungen wieder hoch, Oliven von MW3? Mit einem Rosspray? Was? Ah, okay, ich kann beide auf einmal raus triggern. Das ist gut. Du bist. Ich kann zwei Schüsse auf einmal raus triggern. Das heißt doppelter Schrotflintenschaden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Da oben hängt doch wie so eine kleine Made drin. Vorrat. Oh Mensch. Dein erster Vorrat. Nee, ich hatte schon einen. Ich habe einen Helikopter. Der kommt auch nicht von nichts. Macht ja auch viel. Also, das ist nur als immerhin Trost, das ist immer ein kleiner Trost. Die Situation allgemein ist eh schon scheiße. Kann er mal schießen? Als ob er dich nicht sieht. Ey, wie kann man nur so schwachsinnig sein? Ich bin Sneaky. Oh, da klingeln die Greeter-Glocken.
Da kommen wir nicht ran! Richtig dreist. Soll er sich's doch holen. Ach, jetzt schießen wir mal, na ganz toll, und jetzt ist er um der Ecke. Nimmst du doch. Ich hätte es mir nehmen können, wenn es mir wichtig gewesen wäre. Wenn es mir wichtig gewesen wäre, hätte ich es genommen. Und das haben alle gesehen, dass ich es mir hätte nehmen können. Weil es ist nichts Wichtiges, es ist eine fucking Drohne. Du kannst mir nicht vorstellen, wie ich gegreedet hätte, wenn es was Wichtiges gewesen wäre. Mhm. Ich hätte es auch gesagt. Genauso. Warum denn? Ich hatte freie Bahn, du warst noch nicht mal da und der Vorrat lag da. Ich hatte freie Bahn, der Vorrat lag da. Ich weiß. Wir können auch gerne nochmal rewatchen danach. Ja. Ich hatte freie Bahn, der Vorrat lag da. Du hattest freie Bahn, aber jetzt nicht mehr. Ich hätte ihn mir nehmen können, wenn es was Gutes gewesen wäre. Ich weiß, ja, ist in Ordnung. Nein, werf du noch dein Vorrat ab, komm. Challenge time. Wie er immer pussyhaft ist. Nur wegen seiner scheiß Waffe, weil er nicht auf Reichweite machen kann mit der Waffe. Ja, ich hab's nur links. Guck, das ist es nämlich. Genau das ist es nämlich. Kann selber nicht auf Reichweite spielen und muss dann seine scheiß... Was war das mit Reichweite? Das war ja nicht mal Reichweite. Hier, schau dir der an dem Headlitch. Ja, komm, sinnlos. Vor allem, du schon. Wie hat euch gewandt rumnoobt? Na klar, fliegen wir um die Ecke. Kann man nachladen derzeit, wenn er auf dem Rennt. Oh, scheiße, nein. Jetzt hat er sich, das angezettelt. Das werfen wir jetzt. Das ist stirb. Wahrscheinlich schonet der einfach nur hinter und kriegt das noch. Na klar, Odin. Du weißt ganz genau, dass ich angerammelt komme und durchs Fenster schieße. Oh, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse dich jetzt schon. Du hast nicht mal gut gespielt. Halt's Maul mit deiner Noob-Waffe. Da war nichts gut. Ich schiebe jetzt mal den Vorrat, weil es meiner ist. Oh nein. Bitte nicht. Man kennt ihn. Zack. Das ist mein Vorrat. Man kennt ihn. Die Aufnahme geht viel zu kurz. Das ist jetzt ist es schon wieder die asoziale Situation, ey. Wer wird den Wutanfall bekommen? Oh Mann! Ach, halt's Maul. Aha, das ist gut, das ist sehr gut. Ach, fuck. Alter. Ich wäre so unverdient. Es ist einfach so mega fucking unverdient. Nein, egal, ich krieg mich jetzt nicht auf. Das ist trotzdem scheiße. Es wäre so mega fucking unverdient gewesen. Also ich würde sagen, auf der Vorrat-Klau-Liste steht 2-1, ne? Hm.